Guten Abend, liebe Zuschauergesellschaft, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Splatfest, zu Splatoon 3. Das Splatfest. Vanille versus Erdbeere versus Schokominze. Also, ja, wir kämpfen für das beste Eis von allen, für Vanille. Ich habe einen Auftrag, ich muss auf jeden Fall gewinnen, weil Sunny mir Oskin schon geschickt hat, dass Vanille, Trashware und Erdbeere gewinnen wird. Wir werden Erdbeere, wenn wir sie sehen, so hart in den Boden stampfen müssen. Und eigentlich hatte ich die Lobby mal wieder gefährt, aber Splatoon hatte mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich mache auch gleichzeitig Splatoon einen Strich durch die Rechnung, weil ich war so schlau und habe einmal aufgenommen. Dass man nochmal sieht, dass ich wieder Langeweile hatte und die Lobby wieder komplett gefärbt habe. Ah, ich habe diesmal den Lobbywechsel einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich wollte zeigen, dass ich im Sinne des Teamgeistes die ganze Lobby mal wieder gefärbt hatte. Mein dicker fetter Mittelfinger an die Splatoon-Server. War eine Frechheit, was der Sunny da von sich gegeben hatte, ne, zu dem Teams. Das war eine Trash wäre. Den werden wir so hart zuspammen nach den Streams. Ich werde den morgen allein schon nerven, weil wir die Vorrunden gewonnen haben. Achso, die hören dich übrigens jetzt erst. Ja. Aber ich will nicht weiter schlimm. Hab die auch direkt ins Bild gepackt. Ich muss gleich noch meine Kopfhörer holen. Dass du gleich meinen Zaun nicht hörst. Mach ich gleich nächste Runde. Du hörst jetzt einmal kurz mit Sound. Also du hörst auch nicht. Ich hoffe, du hörst jetzt wirklich jetzt keinen Sound. Ich höre von dir nichts. Ihr braucht nicht da färben, wo ich mit einem Roller lang renne. Quatsch. Werf habe ich noch nie gespielt. Also keine Ahnung, wo ich meine ist. Ich war aber fast ins Wasser gefallen. Das kann ich sagen. Was ist denn für ein Abteil? Das ist eine der neueren Maps, die mit dem Update reinkam. Okay, da sind 10 Gegner erstmal. Also ich höre bei dir nichts vom Spiel. Das zeige ich euch mal, wie man richtig färbt, Leute. So viele leere Stellen hier. Da kam eine Kugel geflogen. Wir haben übrigens ein Tryharder-Team im gegnerischen Team. Ich merke schon die erste Runde. Nee, weil du da schon zwei Airbrushs kriegst. Das sind die Tryharder-Waffen. Und das ist nicht mal übertrieben. Das sind wirklich die Tryharder-Waffen. Junge. Wie alle auf einem Fleck sind, das ist halt jetzt kein Witz. Ich sag doch, try harder team. Das war daran so schwer zu verstehen. Ich wusste schon, als ich die Airbrushes gesehen habe. Ich habe ihn markiert. Das trotz nicht, dass wir verloren haben. Dass wir das noch gewinnen, ist das Wunder. Maul! Nicht vorher schon sagen, dass wir gewinnen. Sonst jinxst du's. Doc, ich will dich verraten. Kann man die Kugel über einsaugen? Du kannst alles einsaugen mit dem Tintagrator, falls das die Frage ist. Oh, ich habe links eigentlich noch gekillt. Mit einem Tintagrator kannst du alles einsaugen. Egal was, ob es eine Special ist oder sonst irgendwas, das kannst du alles wegsaugen. Oh, wir haben gewonnen. Leck mich, wir haben nicht gewonnen! Fängt ja schon wieder richtig gut an.
Ach ja, toxisch mal ist ich natürlich auch aus den Videos raus. Bezeichnest du das schon als toxisch? Ich sag, ich hab nicht gesagt, dass das toxisch war. Ich sag's nur für die darauffolgenden Runden. Und du bist bei mir, glaube ich, mittlerweile schon so bekannt als der Toxic Man. Ja, das sind nur Gerüchte. Oh, ist das ein Marzinka? Hm? Nee, schade. Schade, das ist ein Marzinka. Nee, den kriegst du nicht hinterhergeworfen. Ach, Mann. Bisschen hinterhergeworfen. Schon wieder. Naja, also... Warum auch immer mein Roller gerade ein paar Sekunden lang nicht färben wollte. Junge, du brauchst nicht da färben, wo ich färbe. Ich dachte, du hast die Stelle übersehen. Ich bin gründlich genug. Ich dachte, du hast die Stelle übersehen. Wie kann der instant das Teil haben? Das waren ja nicht mal 15 Sekunden, da kam schon das Teil. Ich habe den Namen gerade nicht mehr im Kopf. Ja. Wie ist nochmal das Wellending? Schauerwelle. Oh Gott, nein! Nee, nee, das andere Ding. Das, was die Strahlen schießt. Ach so, die Heuboje. Danke. Ich hatte den Namen gerade nicht mehr im Kopf. Die Torpedogranate. Oder Sprudelbombe. Ja, Sprudelbombe. Die! Mach das. Ich hab sonst neben dem Teil nur den scheiß Winkelmarker, ne? So. Den Winkelmarker habe ich schon mal erwähnt, wie sehr ich den mag. Zum Glück habe ich im Nahkampf eine Chance. Und sonst wäre ich ultra sauer. Also ich bin eigentlich als Perser gezwungen zu kämpfen. Nicht bedingt. Doch. Du kannst sie flankieren. Scheiße! Flankieren geht immer. Völlig vergessen. Boah, dass ich noch überlebt habe. Ein Wunder. Ein Wunder. Nutz den Winkelmarker! Ich will, dass das Ding irgendwann mal einen Nutzen hat, deswegen werfe ich ihn gerade die ganze Zeit. Ja, ich hab zwei Leute markiert. Habt ihr sie gekillt? Das ist so dumm mit dem Marker, ne? Der macht nur Schaden, wenn du direkt hittest. Wenn die nachträglich reinlaufen, werden sie nur markiert. Okay, sterbe ich jetzt, wenn ich zu einem hinspringe. Ich mach's zum ersten Mal in langer Zeit wieder. Betrug! Oh, gar nicht. Ist eigentlich auch eine der dümmsten Sachen, die du machen kannst, weil das eigentlich nur deine Mates verrät. Nein! What the hell? Och man. Er hat sich geduckt. Ich konnte da nur stehen bleiben, da hat ein Scharfschütze auf mich gezielt. Ihr müsst eigentlich nur halten. Hui! Okay. Okay. An dem was? Nein, den Chinesen habe ich gesagt. Okay, das ist ein Victory. Guck mal. Ich glaube, ich wechsle meine Waffe. Ja. Zwei Jahre schon wieder. Können was machst du denn? Siehst du die ganzen Airbrushs nicht? Was? Viel Airbrush? Ja, sowas hatte ich die ganze Zeit nicht. Komischerweise bin ich einmal wieder bei dir im Stream. Kommt wieder so und so was, ne? Ich glaube, du bist echt schuld. Du glaubst diese Leute auch immer an. Kann ich doch nichts für. Scheiße, die Airbrush hat natürlich eine größere Range. Die schießt auch wesentlich schneller. Ja, also der Disperser Neo, wieso ist der überhaupt drinne? Der ist ja absolut eine Rotze. Der ist komplett chancenlos. Das ist wie, als würden
Ja, es würde Luxemburg gegen Deutschland kämpfen. Luxemburg? Ja. Also ich kenne mich sowieso nicht mit Fußball aus, weil ich nicht gucke. Ich meine mit Krieg jetzt eigentlich. Boah, der hat so eine... Ui! Ah, und falls wir gewinnen, habe ich was zum Zensieren. Da brauchen wir noch nicht viel drüber reden, warum, oder? Weil ich bin... Sexualbegriffe muss ich immer zensieren. Den Fächerförber wirst du lieben, sobald du ihn hast. Das sieht ja nicht, dass du Sexualbegriffe rausschneidest. Voll sowas harmloses. Ich hab ja nicht irgendwie. Du hast das männliche Geschlechtsorgan genannt. In einer friedlichen Abspeckung. Das macht nicht besser. Doch. Wie kann der da hochkommen? Wie kann der da hochkommen? Ich hab den Weg doch komplett eingefärbt. Alter, ich töte hier gerade in der Mitte am laufenden Band, Leute. Dann wird der alle tot stehen. Man kann mich nicht campern, wenn ich hier durchgehend am Kämpfen bin. Ich gesagt. Falls das irgendwer vorhat. Oh Scheiße, die muss was rausschneiden. Jetzt sterbe ich. Ah, haben wir gewonnen. Das rausschneiden. Ich muss nichts rausschneiden, ich muss zensieren, meinst du wohl? Ja, meine ich ja. Okay, jetzt gehe ich aus der Lobby raus, jetzt ist auch mein Booster weg. Einmal kriege ich 5 Schläge von dir. Oh, guck mal, so viele Prozente. Das Emote von Kiwi, das kannte ich noch nicht. Da hast du dann mal 10 Kampf. Jetzt habe ich eine Waffe mit Reichweite. Ja, ich nicht. Ich habe genau die gleiche Scheiße. Und genau jetzt bekommen wir ein anständiges Team. Naja, abgesehen von dem einen da. Okay, den Wandschwapper, den kann ich ganz leicht kriegen. Das ist nicht schwer. Hast du das? Achso, du bist das. Ja, ich stecke einen ganz großen Bereich ab. Ja, du brauchst halt sehr lange zum Färben. Der Waffe. Nee, tatsächlich nicht. Das geht sehr schnell. Glaub mir. Der Explosionsradius ist, wie du sehen kannst, sehr groß. Ja, aber ich glaube, meine Waffe ist schneller da. Aber ich brauche nicht so lang, wie du denkst. Ey, das ist. Es ist exakt die gleiche Situation wieder. Ich kann da nichts machen. Wurde mit einem Fernblaster gekillt. Nee, mit einem Turboblaster. Guck mal, er braucht nur einen Schritt nach hinten gehen mit dem Toolplatscher. Oh Mann, wieso war es ausgerechnet der Toolplatscher, den ich begegnen musste? Der auch noch ausweichen konnte. Das ist ja absoluter dämlicher Pech, ey. Ja, das. Natürlich wusste er, wo ich bin. Natürlich wusste er das. Jetzt wisst ihr, wo sie sind. Wie lang ist der Regen bitte auf einer Stelle? Das hängt davon ab, wie sehr du in die Ulti geboostet hast. Ich bin tot, also... Guck mal, die wissen sogar direkt, dass ich da bin. Nein, diesen! Wichtig.
Nix da. Nein! Er hat mich gefangen genommen! Nee, 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 du kleiner Lutscher. Das hast du nicht hingekriegt. Guck mal. Das hab ich uns gekämpft. Das geht alles auf meine Kappe, dass ich das gemacht habe. Ja, okay, er kann abhauen, wenn ich ihn abballer. Natürlich kann er das. Er ist gerade wirklich geflohen, als ich ihn angeschossen habe. Vielleicht hat er den Hypersprung gemacht. Boah, wie ich. Ich hab einfach drauf geschissen gerade. Zu sterben. Das geht auf meine Kappe, dass ich euch gerettet habe, das Team. Da kann sie jetzt nichts gegen sagen. Schlampig waren die, oder? Denn an ihrer Base? Hä? Wie schlampig waren die denn an ihrer Base? Die sind doch direkt reingesprungen zu uns. Aber da war es wenigstens etwas fair, weil da hatten die nicht alle Profi-Klecks. Wo die uns von der Ferne ab. Ich gehe mal endlich nach 10 Jahren auf eine Fernkampfwaffe, dann sind die nicht da. Ich kann den Clear! Oh, so viele Punkte! Was, du hast 80 mehr bekommen? Wieso hast du 80 mehr bekommen? Richte sich über 80 Dinge auf. Hä? Danke fürs Follow, Juppie! Und hier guck, da oben rechts, da wo du gerade hingeschlagen hast. Da kann man oben drauf und hier ist auch nochmal eine Fläche zum Färben. So, ja. Jetzt bin ich wieder ein Kack Lex voller, ey. Warum gibt's so viele Roller, ey? Oh nein! Nicht durch die Heubrühe sterben! Das ist keine Schande. Doch. Stirb doch! Er stirbt natürlich wieder nicht, ey. Wer hat denn hier so schlampig gefärbt? Zu die Gegner. Auch von ihrer Base werden wahrscheinlich. Ich sehe euch da. Ich hab ihn. Ja, ich hab ihn abgefarmt. Meiner. Nein! Wohl davor. Ich hab ihn euch weggenommen, ha? Ja, ich musste weggehen, weil ich sonst vom Gegner gekillt worden wäre. Direct-Kill ist bei mir halt Insta-Kill. Ich hab zum ersten Mal mit Tinten Titan gekillt. Oder Tinten. Ja. Da, wo du der riesen Tintenfisch bist. Ja, irgendwie so heißt der. Ich sag immer. Titan war richtig. Zwei Kills, easy. Alter, was macht ihr? Ihr lässt doch wirklich gerade von einem einzigen auswischen. Oh, lol, den ich habe ich gewonnen. So langsam habe ich den Dreh raus. Nein! Jawoll! Schmeiß mal da einen Sprinkler hoch, ne? Nix da, hier kommt kein Gegner durch. Hier kommen keine Gegner durch. Lässt ihr die einfach so durchlaufen, oder was? Ich brauch Direct-Hits, um zu killen.
Ich hab sie einfach nur glatt zum Schluss noch durchgelassen. Also ich hab schon dauernd Leute umgebracht. Mhm. Deswegen sind auch zwei nicht gerade ohne Grund einfach lang spaziert zu mir. Jetzt ist natürlich die Map. Hier ist der Disperser besser. So, Zeit für die Raketen. Danke, dass der eine noch reingegangen ist. Und? Erwische ich einen? Ja, ich habe einen erwischt. Ja, genau. Ich mag den Titan irgendwie nicht. Ja, der ist auch nicht so gut. Wir haben sie so kacke gemacht. Man ist ja wirklich, man kann einfach direkt abhauen. Also ich glaube, ich bin da nur einmal, glaube ich, davon gestorben. In 500. Ja, mich killt er auch relativ selten. Also das ist keine gute Ult. Früher gab es eine wesentlich bessere Ult, die eigentlich in dieselbe Richtung ging. Da, wo man so ein Riese wurde. Die war richtig heftig. Mann, ey. Ich glaub, die Leute, die ganze Zeit bei Drop halt die ganze Zeit nach hinten gehen, sind echt solche Noobs, ey. Finden was? Die ganze Zeit, die ganze Zeit mit den Quadropper ausweichen und so, das sind glaube ich richtige Noobs, die ich richtig spielen kann. Ich bin gerade einmal nach hinten gegangen, aber auch nur weil ich die Schwarmraketen schießen will, um dafür schön weit wegstehen immer. Oh. Dann kann man alle treffen. Ich bin gerade vielleicht ins Wasser gestürzt mit den Titanen. Was ist das für eine Waffe? Dass er mich trifft! Ach so, der hat mit einem Wandschwapper angegriffen. Ich habe gar keine Waffe, keinen Schuss nämlich gesehen. Ich hab mich gerade gewundert. Aber die Gegner waren echt gut, muss ich sagen. Freut dich doch, Punkte für uns. Ich hab dich auch durchgehend mit den Raketen erwischt. Ich habe auch die Raketen einmal als Detektor missbraucht. Dass ich die erst einmal damit angepeilt habe, damit ich wusste, wo sie vor mir im Boden stecken. Und dann habe ich da einfach drauf reingekloppt. Sie versucht haben, den Raketen auszuweichen. Ich hoffe, die Map ist gleich beim Mapwechsel raus. Also gleich werden ja die Maps gewechselt. Oh ja. Weil ich mag die Map ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich tatsächlich mag sie. Also, na gut, kommt drauf an, welche Waffe ich habe. Also jetzt sowas wie ein Disperser würde ich ihn nicht verwenden wollen, weil der erste würde ich nicht. Nee, das ist eine Map, da musst du auf jeden Fall irgendwie auf Fernkampf gehen. Ja, ich meine, das hat man bei anderen Maps auch, wo einige Waffen besser sind, wo die anderen nicht. So, die kriegen Raketen keine ab. Haben meine Raketen geholfen? Ich sehe ja nicht, Scheiße, was da gerade vorne passiert. Ich färbe erstmal hier hinten.
Wie die Gegner einfach wegschieben können. Wie ich das überlebt habe, ich hab ich habe mitgeholfen, dadurch hast du ihn killen können. Ja, ich hätte ihn trotzdem one-hit gehabt, weil ich ja genau an ihm stand. Der Midosa Klecks war der one-hitted ja zum Glück. So, ich habe hier vorne zwei Sprungbojen hingesetzt, wenn ihr sie nutzen wollt. Nein! Wow, das war der schlechteste Tod, den ich je hatte. Bei weitem. Mich hat eine Kante gekillt. Ich konnte nicht mehr und dann bin ich hängen. Ich konnte nicht hochspringen und der Wandschwapp hat mich eliminiert. Ja, Kumpel, ich habe mehr Reichweite als du. Bei der Map brauchst du echt Reichweite. Nahkampf ist hier absolut fehl am Platz. Jawohl. Ich habe ich gesehen. So, ich würde gerne mal rausfinden, wie die es gerade eben geschafft haben, bei uns hochzukommen. Wahrscheinlich, wenn man von der Kiste da ganz vorne springt, geht das wahrscheinlich. Und nicht schon wieder so sterben. Frag nicht, wie ich ihn verfehlt habe. Egal, ich habe noch zwei gekriegt. Also was, ich teste das jetzt mal, ob man von der Kiste da drauf kommt. War das ein Clipwert? Weiß ich doch nicht. Ja, man würde den Sprung schaffen. Jetzt weiß ich, wie die zu uns gerade eben hochgekommen sind. Also wenn man auf der Kiste steht, kannst du da hochspringen. Du schaffst es gerade so durchs Gitter. Wenn da gerade kein Splatfest ist oder nicht eine neue Season, da spiele ich nicht sehr viel Splatoon. Nochmal? Also ganz für die ganz neuen Zuschauer. Wann spielst du kein Splatoon? Ich spiele es hauptsächlich eigentlich nur dann, wenn Splatfest ist oder wenn eine neue Season antritt. Oh, ich habe eine Artikart. Schade, dass es keine Funktion gibt, dass man eine Random-Waffe ausgewählt bekommt. Schade, dass es das nicht gibt, die Funktion. Mhm. Das würde ich mir echt wünschen. Dass man überrascht wird vom Spiel. Und beim zweiten gab es, glaube ich, so einen Modus, wo man das einstellen konnte. Ja, glaube ich nicht. Sonst hätten die das nicht rausgenommen. Weil sowas schmeißt man nicht raus. Doch, weil sich dann die ganzen Kiddies beschweren. Ich habe so keine Chance. Ich brauche meine Airbrush. Hä? Man ist ja nicht gezwungen, das auszuwählen. Ich sage ja nur, das ist ja freiwillig. Man muss das ja nicht machen. Da kommen dann trotzdem die kleinen Kiddies, die das schreien. Wieso sollten die das schreien? Weil es kleine Kinder sind. Gibt keinen Grund, da zu schreien. Kiddies! Die würden sowas trotzdem nicht nehmen. Wenn die ihre Airbrush nehmen wollen, dann nehmen sie sich ihre Airbrush. Fertig. Also das macht überhaupt keinen Sinn gerade. Das Argument. Klein Shining. Das ist aber so ein großteilig deren Hauptspielerbase, die Kinder. Denke ich nichts von. Ich spiele nicht ohne Grund Schwitzer mit und so alles. Nein! Als ob ich den Kill nicht bekommen war, das ist Frechheit! Da kommen Bluffies. Aber der Typ war auch nicht gerade der Schlauste. Nee, der ist in drei Leute reingesprungen. Der ist in mich reingesprungen, ja voller. Dass er das und alle hatten schon vorher auf ihn gezielt. Da wäre ich eher weggesprungen. Ich habe zwei ausgeschaltet. Aber ich bin nur selbst drauf. Junge, ich habe eine Endset. Du kannst mich nicht mit einem Fächer besiegen.
Leute! Wieso bin ich denn jetzt auf einmal instant respawned? Ich hab nichts mit schneller Einstieg. Vielleicht passiert das mal aus Glück. Oh. Was macht der denn da? Den hab ich nicht mehr gesehen. Der war unsichtbar. Der sieht irgendwie hinter dem Ballon versteckt. Krass. Also das war echt extremes Glück. Also das kann man nicht als Skill bezeichnen. Tag, ich will dich verraten. Nein, ich hab verkackt. Bitte. Aber ich hab mich gut angestellt. Ich hab zwei oder drei Leute da hinten im Rücken gekillt. Ich wollte gerade noch mein Teil setzen. Den Tank. Nice. Ich mag den Roller irgendwie jetzt. Also, ja, auf so einer Map ist der Roller geil. Aber auf der Map von gerade eben nicht. Ja, ich entwickle da ein bisschen besseres Aim inzwischen mit, wenn man den Roller quasi schmeißt. Oh Gott, warte, ich hole ihm meinen Hund. Holst deinen Hund? Den Stressbewältigungshund? Nicht drauf einhauen. Das sind Airpair-Fans, die müssen wir im Grund und Boden treten. Aha. Dennoch diese Kack-Map. Junge, du siehst doch, dass ich hier färbe. Geh doch woanders hin. Hoffentlich hast du mit dem Gegner gesprochen. Nein, mit unserem Mate. Habe ich gerade Gegner gesagt? Ja. Ich meine den Teammate, Alter. Ich bin echt heute durch. Im Spiel. Das Schöne ist, ich habe Vollboje. Ich war eigentlich gar nicht in seiner Reichweite. Oh, leck mich doch. Wann lässt du endlich die Hose runter? Ich hab dich am Arsch gesagt. Wo soll ich denn sonst lecken? Auch vorne. Musst du immer noch ruhig runterlassen. Also wenn vorne bei dir der Po ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich hab nicht gesagt, dass es der Po ist. Nein! Oh, jetzt rettet ihr seinen Gegner ihn. Vorne ist ja auch noch der Bau. Ich hasse das Spiel doch gerade. Die Gegner können nicht alleine kämpfen. Die brauchen immer ihre Mates, sonst können die nichts. Hätte der mich jetzt bekommen, wäre ich sauer gewesen. So ganz so eine Waffe, die einfach light schießt. Ach komm. Wir haben echt schlechte Mates, ey. Die lassen sich wie Vogelfutter wegfuttern. Oh, leckeres Vogelfutter. Ja, treff doch! Hab ich gesehen.
Ja, natürlich, der hat mit dem... Guck mal, der hat Farbe eingesaugt und der hat nicht mal in meine Richtung geschaut. Das ist so lächerlich. Also das ist wirklich absolut lächerlich. Es reicht, wenn du den Trichter triffst. Oh, was regst du dich die ganze Zeit so auf? Ja, das ist gerade noch eine ruhige Phase. Irgendwie hasse ich das Spiel gerade wirklich. Ich sehe gerade den YouTube-Chat, also die YouTube-Kommentare, wo der steht, der muss sich wieder beruhigen. Das ist jetzt wirklich... Ich sehe die jetzt schon tippen. Ja, das ist jetzt so diese ein, zwei Runden, die du jetzt hochladen musst, wo ich ein bisschen angefressener wirke. Ich glaube, ich mute nicht mal. Oh, Blaster Plus Deko, Entschuldigung. Hast du eigentlich währenddessen mit mir geredet? Ich bin eigentlich relativ ruhig heute. Naja. Bist du rausgegangen? Ich hab vergessen, A zu drücken. Jetzt gewinne ich. Dann schlage ich so hart auf den Tisch, ne? Dann wissen wir, woran es. Nein, ich würde dir erst noch nicht vorwerfen. Kannst ja rejoin. Brauchst nur zu meinem Charakter gehen, der in der Lobby steht, und dann kannst du dann beitreten. Oder ich mache eine neue Lobby auf. Geht genauso gut. Ich muss jetzt erstmal mit Schoko in den Hintertreten. Ich sehe aber deinen Charakter nicht. Geil. Ich würde eigentlich. Da hat einer mal wieder nicht verstanden, wie der Roller funktioniert. Einfach mal eine positive Einstellung bei den Spielen da. Ich hatte keine Zeit, ich hätte eh nichts tun können. Das ist ja gut. Ja, wir haben gewonnen. Das steht außer Frage. Mit 57% zu 33%.
Stark? Ja. Alles ist gut. Na gut, was die Splatfest-Runden angeht, war das auf jeden Fall die letzte heute. Am genau 22 Uhr jetzt. Die Runde war ein Reinfall. Heute sind generell, genau jetzt werden die Arenen aktualisiert. Komisch, am Anfang hatten wir so viel Glück, ne? Aber jetzt zum Ende hin, da... Ich will nur wissen, welche Maps werden das jetzt denn überhaupt. Ach, für Scheißkarten. Nee, gute. Arsch der Metallwerk und Permut Akademie. Komm, eine Runde machen wir noch. Nee. Also zumindest nicht, was das angeht. Bei Twitch wird das jetzt noch eine Stunde Salmon und Nidenruns geben, aber bei YouTube sage ich hier mal kurz, wir sehen uns später wieder. Ihr seht jetzt die Zwischensequenz, wer jetzt gerade vorne liegt, mit den drei Farbkämpfen. Wie gesagt, Twitch kriegt jetzt die Salmon und Nidenruns noch eine halbe oder dreiviertel Stunde, je nachdem. Wie gesagt, YouTube sage ich mal, bis gleich. Ja, guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Splatfest-Stream. Die Vanillegötter, die regnen auf uns herab. Es regnet Vanille. Ja, YouTube hat gerade eben den Zwischenbericht gesehen. Vanille liegt vorn. Endlich nicht mein Team, aber die Dreifach-Matches vorn. Aber Vanille muss ja auch gewinnen. Und hallo Dark. Ja, Leute. Wir wollen heute in die Dreifach-Matches reingehen. Ganz eben sahen die Maps nicht ganz so toll aus für die Dreifach-Matches. Die sehen immer noch nicht toll aus. Es ist nämlich die Rotz-Map von gestern, die bei den Dreifach-Matches ist. Dieses Talon-Fisch-Pock. Das ist die, wo wir gestern so oft verloren haben. Das wird spaßig, das wird lustig. Wir werden unser Leben hassen. Jedenfalls... sieht es offenbar gut dafür aus, dass ich Sunny das ein oder andere Vanillegift demnächst schicke, für die, die es noch nicht vergessen haben. Eventuell blende ich dann sogar einen Screenshot bei WhatsApp rein. Die wurden zwar gerade aktualisiert, aber bei mir steht immer noch Fataler Fisch und Bock. Im Übrigen, ich habe eine schöne Real-Life-Story heute zu erzählen. Ich, Sunny und Kai waren gemeinsam im Kino. Wir haben uns den neuen Miraculous-Film angeguckt. Den nicht spoilern, den wollte ich mir auch noch anschauen. Nee, darum geht es mir gar nicht. Ich, Sunny und Kai sitzen den halben Stream genervt da in unseren Sesseln. Nicht wegen irgendwas, was auf der Leinwand passiert, abgesehen von der ein oder anderen Sache, die uns aufgeregt hat. Sondern die hinter uns, da war so eine Gruppe Jugendlicher, so 12 Jahre ungefähr alle samt, 5 davon, die meinten den ganzen Film über rumzuschreien oder sonst irgendwas zu tun. Oh, die Map ist ja ein kleines bisschen anders jetzt. Dark, wir machen ja das. Ich hab den Hyperkampf auf dieser Stage schon gespielt heute. Ich denke mal, der ein oder andere kennt das von euch, aber die haben nicht nur rumgeschrien. Der eine von denen hat zum Beispiel auch noch einfach mitten während des Films Musik angemacht und das nicht gerade leise. Und dann gab es auch noch einen anderen, der hat einfach mitten beim Film telefoniert. Easy. Dass du dazu überhaupt nichts zu sagen hast. Ja.
Ich musste mich wirklich beherrschen, nicht aufzustehen und denen entgegenzubrüllen, die sollen endlich ruhig sein. Dasselbe gilt für meine beiden Freunde. Du hältst sie mal blau auf, okay? Warte, deine zwei Freunde haben auch rumgewölkt. Die, ich, Kai und Sunny waren ultra genervt von diesen Kindern. Beziehungsweise Jugendlichen. Alle im Kino waren genervt von denen. Vor allem, weil sie offenbar nicht mal ansatzweise die Serie geguckt haben und sich eigentlich auch noch durchgehend über den Film lustig gemacht haben. Hinter dir! Ja, ich muss genau treffen, dieser Problem. Und momentan sieht's gut aus. Ich bin tot. Ich sag nur, am Ende des Films waren wir zu Tode getriggert von diesen Dreckspiepen. Diesen Kiddies. Guck mal, sieht doch ganz gut aus gerade. Hast du dieselbe Waffe wie ich? Nee. Nein. Du hast einen Turbo Blaster. Ja, den. In quasi 9. Der war mit. Oh, scheiße, die Satzung. Oh, ich hab. Wo war denn da eine Haftbombe? Ich hab keine Haftbombe gesehen. Irgendwo an der Seite. Aber wir machen unseren Job gerade auch gut. Also, die kommt zwar schon mal. Guck mal, das ist doch ein guter Start im heutigen Abend. Oh, ich den hab ich nicht. Oh, ja, der ist so ein Start. So. Ah, ihr könnt die andere Seite machen. Oh, ich hau halt blau gerade gut auf. Oh. Vor allem, die haben nicht mal gemerkt, dass ich zu denen hoch auf der einen Seite einen Sprengler hochgeworfen habe. Nee, da. Selbst wenn die es zu Rimi geholt hätten, hätten sie jetzt nicht mehr gewinnen können. Ohne Witz, der Turbo Blaster, hammergeil. Ohne Witz, ist wirklich geil. Also es war auch eine meiner besten Runden mit dem Kyloss überhaupt. Weil ich mag es nicht lieber, Verteidigung zu spielen als Angreifer. Ich habe übrigens mein Emote geändert, ich winke euch wieder. Also ja, diese Real-Life, Story, die wollte ich mal erzählen. Ja, ich werde den irgendwie mal nächste Woche oder so anschauen, wenn ich Urlaub habe. Ich habe mir deinen Urlaub mal genommen. Ich weiß, der ein oder andere wird ja wirklich von euch wahrscheinlich auch verstehen, wieso wir da zu Tode getriggert waren. Und vom Prinzip eigentlich nur noch aufstehen wollten und dem mal die Meinung geigen wollten. 12-Jährige hin oder her. Einfach mitten im Kino Musik anzumachen und zu telefonieren. Und eine Telefonie mit Lautsprecher. Nicht einfach nur so ans Ohr gehalten, sondern wirklich mit Lautsprecher volle Lautstärke. Alle beides. Und schon wieder nur ein Vanillekrieger. Ich lüg ja nicht. Also, du nimmst die Realität deutlich falsch wahr. Nein. Jetzt wäre ich ja durchgeschaut. Ich dachte, du schießt da jetzt hoch. Oder die kommen einfach die Hornissen wieder. Das kann natürlich auch sein. Ja, kannst ja auch mal auf die Fähigkeiten achten. Wenn die Eden in diese Schnelle zurückkommen haben, dann ist nicht verwunderlich, dass die schnell wieder da sind. Muss ich einfach mal beruhigen. Wir spielen nicht mal 30 Minuten und du bist dich schon nur am Aufregen. Ich bin trotzdem noch relativ durch. Ja genau, hat ein Schild hingestellt, nur um mich wegsnipen zu können. Oh, was machen die Leute denn wieder? Soll also dafür ein Schild zu verschwenden. Ich habe den Serpiato nicht gesehen. Dann kommt sich durch. Löt ihn doch! Das war extrem knapp.
Gern geschehen. Ja, du. Dankeschön. Ey, das war meiner! Das Ding wieder zurückgesprungen ist. Ich stelle den Sprinkler immer übrigens in die Mitte, einfach nur um das Surimi-Signal so ein bisschen zu schützen. Falls du fragen willst. Ja, ist okay. Jetzt läuft's ja relativ. Dann hat es ja noch so einen Nebenbeischutz. Aber natürlich nur solange ich auch lebe. Boah, diesmal musste ich mich auf meine Mate verlassen. Das war ja. Also, ich das schon klingt. Nur... So, erstmal ja. Den Sniper insta gekillt. Ich bin jetzt zum allerersten Mal durch diese Luftbomber gestorben, weil ich mich nur auf die Gegner konzentriert habe. Wir haben es geschafft, ne? Ja. Ja. Du brauchst mir ein bisschen Beherrschung, Junge. Nö, nö. Nicht über jede Kleinigkeit aufregen. Nächste Runde. Ich habe übrigens auf die normalen Revierkämpfe gewechselt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wolltest du es jetzt erstmal eine Runde belassen oder wolltest du jetzt mehr? Nee, ich wollte es jetzt beim Rest so belassen. So ungefähr eine Stunde drei und dann wieder bei den normalen Kämpfen spielen. Was machen wieder meine Leute? Die rennen wieder einfach selbst mörderisch wie die Wagner-Gruppe in Kämpfe rein. Das ist, was soll das, ey? Verlass noch nicht. Ich wollte erstmal da unten die Bereiche färben. So, den habe ich. Boah, ich bin genau in die Explosion. Ich konnte den wegen der Kugel nicht richtig sehen. Da unten ist einer. Ja, ich hab den ja mal. Fährt mal den unteren Bereich wieder. Ja. Wenn wir die Mitte jetzt halten können, dann wäre das auch gut. Aber ich glaube, die werden da unten wieder rumspringen. Bei dem unteren Bereich. Ja, klar. Musste da fliehen, da waren drei Heulbojen auf mich gerichtet. Ist ja nichts. Wenn du es nicht kannst, dann mach es. Dann ist ja nichts. Hallo! Ja, natürlich! Und tschüss!
machen. Mitten ist clear. Wir haben schon gewonnen. Wir stehen großteils in ihrer Basis, wir haben gewonnen. Trotzdem ist die Mitte clear. Ja, du weißt, von ganz oben kann man aber ganz schnell in die Mitte springen. Guck mal, wie sehr wir bei denen drin standen. Ja. Aber glaubst du nicht, dass sie sich da dann noch draus befreien können, wenn wir da schon den Bereich abgedeckt haben, wo sie runterspringen können? Shining, ja, doch, gerade eben ist einer runtergesprungen. Ja, aber wenn wir schon über 60% der Map haben, dann können die nichts mehr ausrichten. Stell dir mal vor, ich werde aber nicht mehr. Sorry für den Wagenspruch gerade. Mir fiel gerade kein anderer Spruch ein. Ja. Der Chao versteht wenigstens, wie man den Rollner richtig verwendet. Wenn der sehr schlampig arbeitet. Kein guter Job. Dann macht er. Er schlägt zumindest nicht durchgehend damit. Das ist die dümmste Art, wie du das Teil verwenden kannst. Damit färbst du so gut wie gar nichts, wenn du nur am Schlagen bist damit. Wenn du im Kampf bist, ist das eine andere Geschichte, aber nicht einfach nur so. Hab ihn. Sind noch keine Eliminieren. Okay. Oh, keine Tinte mehr. Ach, ihr habt die. Okay, ihr habt die Kills. Oh, ich hab beide hingerichtet. Aber auch mit Schweren Verlusten. Den einen indirekt, den anderen direkt. Wir mussten aber auch schwere Verluste für den Fortschritt einbüßen. Ich hab noch keinen eliminiert, aber. Naja, man soll ja eh nur färben. Wahrscheinlich sagen. Ich sag nicht nur färben, aber da sollte der Hauptaugenmerk liegen bei Revierkämpfen. Wenn es Turmkommando ist, das wäre eine komplett andere Geschichte. Da musst du dich darauf konzentrieren, die wegzuprügeln. Aber bei Revierkämpfen solltest du dich wirklich aufs Färben konzentrieren eher. Und eigentlich nur dann schlachten, wenn sie in der Nähe kommen. Ja, ich hab ihn. Okay, aber der kann auch nicht aus meiner Tinte raus. Sehr interessant. Naja, momentan würde ich sagen, dass die ganz leicht die Oberhand haben. Wir haben die Mitte komplett. What? Oh, was hat der für eine Waffe? Ein Profi-Klecks, okay, der hat eine. Ja, mein Problem, wenn sie näher dran stehen, dann kann ich mit dem Fernblaster schwerer treffen. 3 gekillt. Okay, 3 Grad, 3 habe ich gekillt, aber die letzten nicht. Ja, alles. Hätte ich den letzten gehabt, dann hätte ich das vielleicht noch gekriegt. Nein! Ich hab die nur abgelenkt vorne, jetzt könnt ihr wieder hinten einfärben. Gelenkt euch das? Ich hab noch ein bisschen bei denen gefärbt. Ja, doch, das müsste reichen, das müsste reichen. Müsste vielleicht reichen, ja. Das war abwechslungsreich mal gut, dass ihr nach vorne gedrescht seid. Warst du gerade oder warst du dabei von den Gegnern kurz? Wir hatten zwar übrigens die Mitte, aber beide Seiten, links und rechts, gehörten denen. Du meinst die Flanken in der Mitte? Ja. Die hatten die beide zu dem Zeitpunkt. Ja, ich habe da aber nicht drauf geguckt, ob da jetzt Leute sind. Also zumindest habe ich da keine Leute gesehen. Das sah nämlich aus, als würdet ihr ganz vorne sein. Bei den Gegnern. Bewegende Maps habe ich doch gerne einen Sprinkler. Oh ja, es riecht noch wieder Vanille. Oh, lecker, lecker, lecker. Mh. Würde Dusche.
Ich glaube, sowas haben die Inklinge auch als Dusche. Könnt ihr mir vorstellen. Duschen in Farbe. Ja, das ist für die, was für uns Wasser ist. Du siehst ja auch, die Tinte verschwindet in deren Körpern. Ja, die bestehen ja auch aus Tinte. Ja. Während wir zu 98% aus Wasser bestehen. Ich frage mich nur, welche körperlichen Eigenschaften bzw. biologischen Vorgänge dafür nötig sind, dass das unterschiedliche Farben erzeugt. Das würde mich interessieren. Wie da so die Biologie bei denen ist. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe deinen Ansatz. Da würde mich wirklich der biologische Hintergrund interessieren. Warum sind die Gegner bei uns drinne? Weil die pushen wie sonst was. Wir haben ein Pusher-Team. Als ob ich den nicht erwischt habe, das ist doch lächerlich. Ich bin einen Schritt zurückgegangen. Die Gegner, die werden so leicht. Ich habe gerade gelernt, mit dem Tintegrator kannst du die Blutbombe irre gut absaugen. Meine Waffe streut auf Reichweite viel zu sehr. Die haben übrigens bei uns unten da so ein Sprungbojen-Ding. Boah, verklickt schon Arsch. Mann, Alter, ich beschäftige die Hoden. Wieso kriegt der in der Basis nicht ein? Also ich habe mich jetzt drei Leute beschäftigt. Erstmal deren Sprungboje vernichtet. Na, genau, was hat das? Könnt ihr denn noch weiter fortschreiben? Tentaklixer. Der hat eine etwas Reichweite. Also. Könnt ihr mal Leute killen? Also. Mach ich doch! Ah, jetzt. Ja. Jetzt, wo ich sag, fehlt doch einmal die Leute. Das, also wir konnten uns zwar befreien, aber ich glaube, das haben wir trotzdem verloren. Oder? Nee. Oh mein Gott, Alter! Ey, das, die Folge musst du drin lassen. Die Folge? Ja. Die Grunden lasse ich doch eh drin. Ja, aber komm. Es kann ja sein, dass du auch sagst, die Siegrunde war jetzt eher scheiße. Aber komm, da haben wir uns echt gut zurückgekämpft. Dass ich Siegrunden rausschalte, braucht ein paar Hintergründe. Diese eine. Ja, die eine hast du ja trotzdem, glaube ich, drin gelassen, wo ich absichtlich gefunden habe. Nee, ich hab. Nein, ich hab eine Siegrunde mal rausgeschnitten, weil du durchgehend toxisch warst. Ja, das habe ich auch extra gemacht. Eine war. Da habe ich gedacht, dass wir die Runde verlieren. Bei einer habe ich das ja extra gemacht. Kann sein, dass du die vielleicht rausgeschnitten hast. Vielleicht. Hoffe es, dass es die war. Weil ich habe ja auch einmal gesagt, dass ich das mit Absicht mache, eine. Vielleicht? Ich hab dich ja vorgewarnt. Bei einer. Wenn du die drin lässt, hast du selber Schuld. Kumpel, die habe ich rausgeschnitten. Du warst sogar gut. Ich bin stolz auf dich. Naja. Ich hab Spaß. Bin der Einzige, der bewusst. Wow. Ah, ich glaube, hätte ich den
den obersten Abschnitt, der war ja komplett blau. Hätte ich die Leute da gehabt, dann hätten wir das geschafft. Wenn da zwei Leute sind, die Ultis haben, dann ist das auch so gut wie unmöglich, da irgendwie durchzustechen. Oh, zwei Disperser haben gewonnen. Die können das. Ich glaube, das ist nicht der Feind-Disperser, der normale. Der normale ist mega schlecht. Also wenn wir das verlieren, dann weiß ich auch nicht weiter. Oben ist einer. Mein Ziel ist es nicht, durch den Disperser zu sterben. Ja, dann... Wie hat der das überlebt? Siehst du doch. Ist ausgewichen und hat dich dann vernichtet. Nö, ich bin nicht vernichtet worden. Man stirbt doch, ey. Blocken mich meine eigenen Leute. Jetzt doch, Alter, die Hitbox, ne? Jetzt hat gerade jeder einzelne Schuss getroffen. Das ist echt unglaublich, ne? Alter, das ist wirklich ein Traum. Ich bin, also das war meine komplette Schuld. Ich bin gerade in den Stampfer reingelaufen. Wortwörtlich. Oh, ich hab's gesehen. Ah, wer soll damit rechnen, das wird? Wieso war der gerade gut? Der hatte gerade ein Schild kurzzeitig. Wer soll nun? Erstmal dieses hässliche Blau entfernen, obwohl das ja eigentlich meine Farbe ist. Obwohl es eher so türkis. Alter, was sind das für Punkte? So. Viel Spaß mit dem Sprenger da oben. Nach oben, wo wir. Geht noch! Der Typ mit Disperser mich hat gehabt, ne? Disperser muss ich jetzt durchlassen. Haben wir noch gewonnen? Scheiße! Sollten ja gewonnen haben. Ja, mit dem Stampfer, der Stampfer macht auf dieser Karte schon einen richtigen Unterschied. Ich hab's schon versucht, mit GIFs ihn über Discord mitzuteilen. Du sprichst eine andere Sprache. Du hast eine andere Definition vielleicht. Nein! Pack doch den Salzstreuer mal weg! Ja, ich bin nur leicht salzig. Hey. Nein! Doch, das ist Salz, da leicht gehört. Junge, warum färbst du da, wo ich färbe, mit einem Roller? Mach ich doch gar nicht. Doch, du hast genau dahin geschossen. Warum? Ja, weil du da schlecht gefärbt hast. Junge, ich färb ordentlich, wenn ich mit einem Roller unterwegs bin. Dann chill doch mal. Ich verstehe nicht, warum du da färbst. Weil ich dich nicht gesehen habe. Mein Gott. Wie kannst du mich da nicht mit dem fetten Roller sehen? Außerdem bin ich mit dem Tintenwerfer viel schneller und... Junge, was du da gemacht hast, war dämlich hoch 10. Nö, war's überhaupt nicht. Wenn du da schon jemand mit dem Roller färben siehst, dann färbst du da nicht. Alter, dieser Zivilita, der gibt mir jetzt schon mal die Eier. Scheiß Sniper.
Ja, natürlich ist er da vorbeigekommen. Ist man da Tinte geschwommen. Man hat es da wieder aufs Shining Stream gedämmt. Liebe diese Scheiß. Der Sniper, der war nicht so schlimm. Oh, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, warst du das mit dem Roller, der gestorben ist? Ah, ich konnte nicht schnell genug zuschlagen. Ich hab ja die Tintenroller. Ich vergesse jedes Mal den Tintenroller. Also ich vergesse wirklich jedes Mal. So hab ich's gerne. Ich kill keinen. Das ist meine. Das mag ich. Leute killen ist auf dem Sack. Hier ist wieder ein Gegner. Alter, was macht ihr? Die auf stürmen! Ihr seid alle oben dann verreckt, ey! Ich wollte nur noch so viel Fläche wie möglich gut machen. Ich dachte, was ist jetzt hier los, ey? Und einer ist übrigens gerade runtergesprungen. Und der war instant geroastet. Also nochmal zum Mitschreiben, wenn ich irgendwo mit einem einer Roller langrolle, vor allem mit dem Flexroller, nicht an derselben Stelle färben. Dämlicher kannst du nicht sein. Du nimmst mir erstens die Möglichkeit, damit meine Schwarmraketen aufzufüllen. Und zweitens ist bei mir das viel feiner als bei dir. Du brauchst eine halbe Stunde mit dem Roller. Nein! Das geht ultra schnell. Ich gehe einmal so da lang und dann ist das fertig. Oh, ich habe jetzt einen Bandenschwopper. No, noch einmal schon hier. Danke für abgehen. Oh, ich beschäftige die jetzt gerade da hinten. Diese Kuh. Ich verrate dich! Absolut, du verrätst mich. In meiner Base. Ich habe keine Tinte mehr! Scheiße, Bad Aiming! Oh, ich habe noch zwei. Einmal habe ich ihn auch gehittet. Ich weiß nicht, wie sehr das einen Unterschied gemacht hat, aber ich habe ihn auch einmal noch getroffen. Ja, es hat einen sehr großen gemacht. Jeder hoch. Guck, das war ein Bug. Das war gerade richtig dazing. Ich stand in den Hydranten, in das Blättling drinne, habe ihn getroffen. Ich habe ihn angeblich gar nicht getroffen.
Alter Schwede. Guck mal, und so. Okay, guck mal, wie ich mich gerade zurückhalte. Weil sowas kann man sich doch nicht aufregen. Das sag ich dir ganz ehrlich. Mann. Der ist wieder an meiner Titel geschwommen. Typisch, und der kann sich bewegen. Hier doch, ey! Ja, klar. Das ist wieder so lächerlich gewesen. Ich glaube, wir haben unentschieden oder gewonnen. Guck mal, mit der letzten Runde des Abends haben wir noch mal einen Sieg. Ist doch alles in Ordnung. Lol, habt ihr euch gerade eine Brofist gegeben? Okay. Scheint auch ein neues Emo zu sein. Das ist dann tatsächlich ein gutes. Ja, das ist gut. Das will ich gut. Aber ich will nicht wissen, welche Stufe man dafür braucht. So, ich habe wie gesagt jetzt gesagt ja schon, letzte Runde, sagt ja so viel wie, dass ich jetzt aus der Lobby rausgehe. Ich jetzt, ich hätte mal die Stadt. Auf jeden Fall, Leute, das war die letzte Runde des Abends. YouTube sieht mich gleich nochmal wieder, wo ich die Abmod, also die endgültige Abmod machen werde. Aber euch sage ich auf jeden Fall bis gleich, liebe YouTube-Gemeinschaft. Ich in ein paar Minuten, wenn wir das Endergebnis gesehen haben. Ja, Leute, jetzt sind wir beim Ende vom Splatfest, ne? Es ist einfach so schön. Es ist genau so gekommen, wie ich es mir erwartet habe. Vanille, Top und Erdbeere komplett im Dreck. Selbst Minz Schoko hat besser abgeschnitten. Sunny wird jetzt die Tage von mir so viele Gifts bekommen. Ich blende hier sogar meine Antwort ein, falls er drauf reagiert, von meinem WhatsApp-Chat mit ihm. Ich bin einfach nur froh. Mein Team hat gewonnen. Haus hoch. Abgesehen von der einen Runde da.
Bei den einen war ja, wie gesagt, Mens Schoko besser, aber wir haben Erdbeeren komplett im Grund und Boden gehabt. Das macht mich einfach glücklich. Vor allem nach Zannis Ansage. Ihr wisst nicht, wie fröhlich mich das stimmt. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, also der Stream zu dem Splatfest, dann lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Splatfest wieder. Ciao und bis dann, Leute!